So, dann offiziell einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading bei FX Flat mit Stereo Trader und dann natürlich auch mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir wollen das Ganze heute mal ein bisschen beschleunigen hier, deswegen jetzt mal den Risikohinweis. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht die heutige Veranstaltung als Handelsempfehlung verstehen und Sie müssen tatsächlich Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig an der Stelle und die Meinung des Referenten muss nicht zwingend die von FX Flat sein. Ja. Okay, dann Dirk, dann jetzt aber los, übergebe gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß, ja. Ja, ich übergebe mich auch gerne. Aber erst nach dem Webinar. Ohne Sarkasmus geht es ja halt irgendwie alles nicht. Ne? So, Moment, eine Sekunde. Gucken wir, wie alles eingestellt ist. Ja. So, alright. So, da sind wir. Hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite aus Köln, live zu den NFPs. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, ich weiß nicht, ob vorhin das Mikro an war. Ich bin so ein bisschen gestresst hier gerade, leider. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie der Kurs läuft, sondern halt, ich habe so ein bisschen Hardware-Probleme und musste irgendwie gerade auf die Schnelle noch hier Server neu starten und weiß ich nicht was. Und das ist halt jetzt erstmal der Grund dafür. Also sollte jetzt hier irgendwie was abrechnen irgendwie dann oder das Bild halt irgendwie weg sein. Ich rechne schon fast damit. Das ist halt ein bisschen doof, aber ich kann es nicht ändern. Damit habe ich halt morgen auch so mehr oder weniger den Hauptteil meiner Zeit verbracht. Ich gehe mal auf die Märkte jetzt mal noch ein. Wir haben ja noch irgendwie 12 Minuten bis zu den News. Und zwar, ich fange mal an mit dem DAX. Das war heute Morgen irgendwie auch das große Thema in der Gruppe, auch wegen der Bewegung von gestern. Und ich habe ja halt auch in meiner Einschätzung was dazu geschrieben, wie ich den Markt halt sehe und warum ich eigentlich der Meinung bin, das Ding sollte nach oben laufen und nicht nach unten. Ich zeige dazu ganz kurz mal den H4, das habe ich heute Morgen, habe ich da so ein Bildchen vorbereitet, wie sich das Ganze darstellt. Ja, also wenn wir hier mal anfangen, jetzt hier vom November runterkommt, dann hatten wir hier im Dezember hier die Tiefs, die sind jetzt hier zwar nicht alle drin, es ging noch ein bisschen tiefer, aber im Wesentlichen zeigt es aber dennoch das Bild. Und hier sieht man halt, dass halt hier das letzte Hoch halt überschritten wurde. So, und im H4 sieht das alles halb so unspektakulär aus, wie es dann halt gestern gewesen ist, weil gestern ist das Ding ja wirklich über die 11.300 drüber, dann unter die 11.100 deutlich und dann halt nochmal zurück in die Mitte. Und die Mitte ist halt für mich die 11.221 und eine Marke, die ich ja auch schon ganz lange irgendwie hier besprochen habe und wo ich auch gesagt habe, wenn wir über 11.000 gehen, dann gehen wir auch direkt dahin. Und das ist ja auch so gekommen und das ist halt so irgendwie zentraler Dreh- und Angelpunkt geworden, der Punkt. Und das ist halt so die Mitte. Ist jetzt hier nicht eingezeichnet, habe ich aber gleich in dem anderen Bild. Aber hier sieht man zum Beispiel ganz deutlich, hier wurde das letzte, der letzte Punkt hier wurde überboten, ziemlich mit Karacho. Ja, das war dann hier auch, wo wir gelandet sind, über 11.221. Dann halt hier nochmal bis fast davor an den Bruch, dann nochmal hoch, neues Hoch, hier nochmal bis fast davor, kein neues Tief. Also ist halt einfach eigentlich gar nichts passiert im H4. Sieht natürlich im Stundenchart, sieht das alles wesentlich anders aus, aber das ist für mich halt definitiv soweit noch intakt. Und infolgedessen sollte das durchaus auch nach oben auflösen. Solange wir hier nicht wieder drunter fallen, das heißt, hier sind wir dann relativ genau auch bei der 11.000, auch selbst da kann es irgendwie mal noch einen kleinen Dip geben und dann nochmal zurücklaufen, wäre auch nicht weiter schlimm. Aber wirklich short ist da halt eigentlich nichts, also zumindest nicht im H4. Jetzt ist der H4 ja natürlich auch so ein bisschen geduldiger als irgendwie der Stundenchart, weil wir haben ja davon gerade mal irgendwie eine Handvoll Kerzen am Tag und deswegen ist das natürlich nicht so einfach im H4 zu handeln, wie jetzt zum Beispiel halt im Stundenchart oder im 15-Minuten-Chart, ganz klar. So, gestern, hier ist es ja nur so, das sieht man ja kaum, ja, gibt es halt oben irgendwie mal so ein Docht raus, dann halt eine schwarze Kerze nach unten und dann halt eben wieder hier in Form von einem Harami, dann halt wieder komplett zurück in die Mitte. So, und da stehen wir jetzt halt auch. Ich zeige dir mal eben kurz hier den DAX, so sieht das Ganze ja aus. Und im Stundenchart sieht das Ganze natürlich wesentlich spektakulärer aus. Ja. Das heißt, hier haben wir dann entsprechend hier halt ein Geeiere. Ja. Das ist halt ja keine Struktur mehr erkennbar. Hier ein Hoch, ein Tief, kein so hohes Hoch, tieferes Tief,
fast wieder so hohes Hoch, tieferes Tief. Das ist halt Chaos, also beziehungsweise nicht Chaos, es ist halt einfach seitwärts. Und wo wir jetzt halt hier stehen, bei 11.000, die habe ich hier gar nicht eingezeichnet, 11.146 wäre das nämlich, versuche ich gerade mal hier noch zu markieren, 11.146 müsste das sein. Da fängt für mich halt das Support-Cluster an. 4,4, Entschuldigung. Aber gut, auf die zwei Punkte kommt es jetzt hier nicht an. Und das Ganze dann entsprechend hoch bis zur 6,8. Also so in dem Bereich. Da ist eigentlich halt so die Support-Zone, sah man auch hier schon ganz schön. Da hat es einmal reingestochen. Hier nur ein bisschen tiefer, dann auf den 200er EMA, aber dann halt nochmal zurück und immer wieder schön auch drüber geschlossen. Und gestern halt genau das Gleiche in grün. Jetzt schiebt er hier so ein bisschen drunter. So, was das jetzt heißt, meines Erachtens eigentlich nicht viel. Solange der hier kein neues Tief macht und vor allen Dingen hier unten, das ist die 11.032, die war halt hier wirklich so der Ausbruchspunkt ja dann auch. Solange die da nicht rausgeht, sehe ich das Ding halt nicht fallen. Kann mich natürlich täuschen, wie immer, ist keine Frage. Aber das hat erstmal so generell die Einschätzung zum DAX. So, ich gebe aber gleich nochmal im Detail drauf ein. Ihr könnt natürlich auch Fragen hier reinstellen. Und weil wir haben ja halt hier auch noch genauso den DAO. So, der macht mir jetzt allerdings ein bisschen Schmerzen. Da war ich mir eigentlich schon siegessicher, dass der Long da halt ordentlich drüber weggeht. Aber was der da jetzt halt nur in der letzten halben Stunde gemacht hat, das ist halt leider nicht so klasse. Also was der halt hier, um das mal zu zeigen auch, ich habe jetzt hier nicht alle Linien aus meinem Block drin. Das waren auch gestern nur drei. Die kriege ich aber auch hier blind eingezeichnet, weil er da extrem genau nämlich danach gelaufen ist. Die andere war hier. Hier oben die, beziehungsweise die hier hatten wir schon, ich glaube, es war noch eine tiefer. Ich gucke mal eben selbst hier bei mir rein, welche Marke das dann an der Stelle ist. Die 938, das ist die hier oben, die 877. Ja, nochmal die hier doch schon richtig hier an der Stelle. So, und da sieht man halt einfach ganz deutlich, dass die Stundenschlusskurse, weil danach orientiere ich mich ja immer, dass die ganz sauber daran geschlossen haben. So, und vor allen Dingen, was halt gestern für meine Begriffe wesentlich wichtiger war oder halt wesentlich aussagekräftiger, das ist die Geschichte hier. Und zwar haben wir hier, wie üblich, wer hier schon öfters mal dabei war, der wird es wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber wir haben halt hier einen Kontext, einen Long-Kontext. Das heißt, wir haben hier die letzte Aufwärtsstunde, ja, also die halt das hoch gemacht hat, und das war vorgestern. Und seither ist rein gar nichts mehr passiert. Und was er gestern gemacht hat, war hier einfach mal unten den Außenstab unten angetestet und dann halt hier in Etappen über die weiteren Punkte einfach drüber. Und zuletzt eben über die 25.029. Da hat er auch sauber drüber geschlossen, auch heute Nacht drauf rumgeturnt. Da hatte ich sogar noch eine Pyramide über Nacht noch gefüllt und war eigentlich der Meinung, wir ziehen da oben raus. Jetzt hat er aber hier leider mit der Stunde drunter geschlossen. Und das macht mir so ein bisschen das Bild hier kaputt. Ja, also bis da oben hin, da werden wir schon nochmal kommen. Aber wie es da weitergehen soll, ist mir so ein bisschen Rätsel. Also eine Chance hätten wir halt, wenn man davon ausgeht, dass das hier ein interessanter Punkt war. Ich versuche halt auch immer Cluster zu finden. Und das heißt, hier hätten wir halt möglicherweise eine Zone, die interessant ist. Das ist ja hier so ein bisschen Widerstand eigentlich nur, aber der entscheidende Widerstand war hier oben. So, aber hier war halt die Ausbruchstelle über dem Widerstand. Und das wäre dann halt nochmal die 983, also eigentlich auch kaum was runter, wobei das hier natürlich schon tricky ist, ja, weil da kann natürlich auch hier dann nochmal die 3,8 ansteuern und da wäre ich aus meinem Long auch erstmal raus. Was haben wir, 26, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, da wäre ich aus meinem Long auch leider raus an der Stelle. Und aber das kann halt hier sich einfach auch so ein bisschen festfressen dann in dem Bereich, aber das wird jetzt einfach so da runterfallen. Ich meine, möglich ist alles, keine Frage. Aber würde dem halt so ein bisschen widersprechen, dass wir da oben eigentlich die ganze Zeit ordentlich supported haben. Wo er jetzt hier auch hängt, ist nicht nur die 25.000, von der ich ja auch gehofft hätte, wir sehen sie erstmal nicht mehr, sondern es ist halt auch ein Pivotpunkt. Und sowas ist ja eigentlich immer ganz gerne dann auch irgendwo angelaufen. Und eben gleichzeitig stehen wir hier unter dem Valley Area High. Das heißt, wir haben eigentlich schön gestartet heute. Also aus Volumensicht eben in einem
einem Aufwärtstrend, weil wir eben über dem Volumen von gestern eben auch die ganze Zeit gehandelt haben. Und jetzt fällt er da zum ersten Mal halt rein. So, und hier unten haben wir natürlich auch den Point of Control. Das heißt, das wäre natürlich jetzt auch noch eine Möglichkeit, würde sich auch decken hier mit dieser 983. Also wenn er da mal kurz runterkommt, sieht für den Long natürlich schon echt nicht mehr schön aus an der Stelle. Aber gut, letzten Endes, wenn man natürlich ein paar Punkte mehr will und dann ist halt die Frage, ja, nimmt man das mit, was man hat? Das heißt, ich müsste jetzt hier eigentlich dann auf den Knopf drücken oder riskiert man halt wirklich dann doch irgendwie mit einem kleinen Gewinn ausgestoppt zu werden, weil oberhalb, wenn er das halt hier beibehalten kann, wenn die Kerze hier zurückgekauft wird, der Support zurückgekauft wird und dann stehen wir da eigentlich problemlos auch nochmal irgendwie 300 Punkte höher. Und das ist natürlich der Grund, warum ich auch hier an dem Long halt festgehalten habe. Und das Schöne war halt, weil er gestern eben so sauber gelaufen ist nach den drei Marken, die ich ihm da halt mitgegeben habe, war das halt hier entsprechend auch mein Einstieg, sieht man auch hier. Ne? Das ist halt unter dem letzten Dip, den er da gestern gemacht hat. Wie gesagt, komm, kaufe ich das Ding. Hat das gestern Abend auch noch gepostet, aber nicht vorher, sondern erst als ich es gemacht habe, was ich heute Morgen noch gepostet habe, war hier der Aufsetzer auf der 25029. Und den konnte man auch nur eine Runde handeln, ist aber halt eben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig weit gekommen. Irgendwie halt nur noch so 60 Punkte, so um den Dreh halt. So, aber das hier ist halt, wie gesagt, ist halt nicht so wirklich schön. Hier an der Stelle, dass wir jetzt hier unter dem Value Area High von gestern stehen. Und mal gespannt, wie jetzt hier die Initialzündung ausfällt. Also wir haben halt nicht mehr so lange, ist jetzt noch eine Minute. Aber so ist es halt manchmal, dann bereitet man halt irgendwie einen schönen Trade vor und dann kippt es irgendwie halt in der letzten Minute vor so einer Entscheidung dann halt gegen einen. Ist halt natürlich nicht gut. Ich mache jetzt aber mal Folgendes. Ich setze den hier mal ein bisschen näher ran, den Stop, falls hier noch irgendwie ein bisschen Slippage oder so halt kommt. Und dann mal gucken, wie der Markt da halt drauf reagiert. So, eine Minute ist es noch bis dahin. Ich hatte diesmal auch sogar gemeint, das würde ja eigentlich, wenn die Arbeitsmarktdaten ähnlich sind wie die Unternehmenszahlen, die wir die ganze Zeit haben, wäre das natürlich eine schöne Symbiose. Ich gebe ja eigentlich nicht viel drauf auf die Fakten selber, sondern gucke mir halt nur das Bild an. Aber hier jetzt hat dann wirklich auch mal gepasst. Also was man jetzt sieht, ich sehe es auf dem anderen Bildschirm schon, ist der DAX. Der kommt jetzt genau an die 6,8 dran, die ich gerade vorher noch eingezeichnet habe. Und gucken, wahrscheinlich macht der jetzt das Rennen, der Dow geht unten raus. Irgendeine Überraschung werden wir hier wahrscheinlich jetzt irgendwie kriegen. Aber Fakt ist halt, wir turnen halt die ganze Zeit wirklich nur auf der Stelle. Also deswegen würde mich wundern, wenn diesmal zu den NFPs nicht viel passiert. Also eigentlich sollte da schon ein bisschen mehr eigentlich dann kommen. So, so jetzt nach oben. Jetzt sind wir an der 2,9. Genau, ne? Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, da sollten wir eigentlich schon nochmal dran laufen. Jetzt müsste halt wirklich nur schnell weiter. Sonst funktioniert das nämlich alles. 104.000 zu 165.000 erwartet, also viel besser. Okay, gut. Dann gucken wir mal, da können das hier noch funktionieren. Aber das ist halt echt so total unnötig vom Bild her. So, jetzt hier einmal Point of Control. Intraday, da muss er natürlich jetzt auch durch. So, ich ziehe den Stop mal irgendwie gleich nochmal eine Ecke hinterher. Und der DAX. Genau das. Eigentlich schön. Den habe ich jetzt nur leider verpasst. Aber gut, ist nicht schlimm. Da hatte ich vorhin auch schon die 144. Da ist aber jetzt auch schon mal erstmal eine Ecke drunter. Unter die 144. Und aber gut, das ist halt, ist natürlich jetzt im Nachhinein immer einfach zu erklären. Aber halt, wenn das so runterdrückt, schon so oft gesehen, wenn es so ekelhaft runterdrückt, einfach man die ganze Zeit denkt, meine Güte, da kauft kein Mensch. Und dann ist es eigentlich nur reines Pokerspiel und dient wahrscheinlich irgendwie nur dazu, möglichst gut in den Markt reinzukommen. So, hier geht es jetzt schon wieder mal nicht weiter. Das war heute Morgen natürlich, sieht man hier auch im Stundenchart, sieht man es ja ein bisschen besser. Ich lasse mal hier das Gebilde hier mal noch drin, damit man zumindest mal sieht, wo man steht. Also hier heute Morgen, ich kann da irgendwie gar nichts erkennen. Also außer jetzt natürlich, dass dort irgendwie der Future Close von gestern ist. Das heißt, hier kriegen wir halt, wenn man es einfach ausgedrückt haben will,
an der Stelle eine Änderung von der Farbe von der Tageskerze. So, und hier unten ist der Wochenchart, kann man das ja mal zeigen, da sieht man es ja ein bisschen einfacher, beziehungsweise ein bisschen besser. Hier ist es dann eben so, ja, ein bisschen größer machen. Da erkennt man es ja. Das heißt, wenn es jetzt noch ein bisschen höher geht und dann drehen wir ja einmal die Farbe um. Und da sind wir natürlich dann hier genau an dem Widerstand, den er sich da halt vorhin da halt zurecht gebaut hat. So, jetzt mal gucken, wie er damit umgeht. Also erstmal mal jetzt die Einschätzung zumindest mal soweit richtig. Also initial erstmal hoch, aber muss jetzt hier definitiv durch. Sonst ist das Ganze irgendwie sinnlos. Hat Dollar eine 4-Dollar Bewegung gemacht. Dollar sage ich schon, Gold. Ja, kann ich nur momentan leider nicht aufmachen. Wie gesagt, ich bin von der Technik ein bisschen hier Respekt heute, weil jedes Mal, wenn ich vorhin irgendwie den anderen, die andere Instanz aufgemacht habe, und dann ist hier alles mehr oder weniger eingefroren. Und der letzte Effekt war, der Server neu startet. Also keine Ahnung, was da los ist. Irgendwas da kaputt. Hey, dann lass lieber alles so, wie es ist. Ja. Mach ich dann zum Schluss. Ja, ich kann es ja ein bisschen beschreiben. Also wie gesagt, Gold 4-Dollar Bewegung gemacht. Ja, ansonsten okay. Die Indizes natürlich nach oben. Gold, Öl, ein bisschen, ja, nicht viel. Ja, Gold bin ich ja der Meinung, es sollte eigentlich mal eine Runde runter jetzt. Also, aber ich mache das nachher mal auf und irgendwie werden wir schon hinkriegen. Und mal gucken, ob das dann halt irgendwie gelingt. So, jetzt hängt er tatsächlich hier schon wieder. Aber gut, die 5-Minuten-Kerze ist jetzt erstmal soweit schön. Soll jetzt nur natürlich am besten auch dabei bleiben. So, und jetzt habe ich hier keine Verbindung mehr. Hurra, hurra. Ah, das immer wieder, okay. Ja, sieht man ja immer hier oben an der Uhr, wenn da ein L steht, dann heißt das lokale Zeit. Und dann weiß man immer nach ein paar Sekunden, okay, da stimmt mit der Verbindung was nicht. Aber soweit erstmal okay. Also gibt es auch keinen Grund hier irgendwie da jetzt was zu machen. Ich meine, es wird ja hochgekauft. Müssen wir gucken, wenn jetzt hier die 5 Minuten um sind, dann sollte die Reaktion nicht zu tief fallen, weil hier haben wir jetzt auch ein Gap. Ich muss mal hier ein bisschen größer machen, da sieht man es ja ein bisschen besser. Ein schönes Gap hier auch an der Stelle. Sowas kann natürlich bei News auch umgekehrt laufen, ist keine Frage. Deswegen habe ich ja vorhin noch gesagt, lieber den Stop mal ein bisschen näher. Nutzt beim Gap natürlich auch nichts. Aber ich bin ja immer ein ganz großer Verfechter davon, zu sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und was da jetzt rauskommt, wird das Bild am Ende vervollständigt sich sowieso halt immer. Also man kennt das ja eben auch unter dem Spruch, Charts machen News und nicht umgekehrt. Aber trotzdem, hier der Schlusskurs darunter, das war natürlich echt absolut unnötig. Wobei das natürlich jetzt auch immer noch bedeuten könnte, deswegen muss man jetzt hier schon genau darauf achten, dass er das Ganze nochmal runterzieht und wir dann doch eben halt nochmal eine Runde unter die 25.000 tauchen. Ich will es jetzt mal nicht hoffen, aber passieren kann es natürlich. So, der DAX. Gucken wir da auch mal kurz drauf. Ich habe ja noch hier einen zweiten Bildschirm, wo ich das alles ein bisschen im Auge behalten kann. Ja, da hätte ich vorhin eigentlich gerne noch die 144 gekauft. Ja, das war halt hier unten jetzt auch der Startpunkt. Und hier, wo ich ja die Linien eben auch gezeichnet habe. Ne? Das heißt, hier sind wir jetzt halt auch schön eigentlich an dem Support-Cluster hervorragend abgeprallt. Soweit, so gut. Und muss jetzt natürlich auch wieder hier drüber schließen, aber nächste Anlaufstelle ist natürlich ganz klar wieder hier die 221 und die braucht man auch, glaube ich, nicht zu shorten. Also sind wir morgen ja auch schon wieder punktgenau dran abgeprallt, aber da macht halt Short irgendwie, glaube ich, nicht viel Sinn. Zumal halt hier vom 4-Stunden-Chart von der Kerze fand ich das eigentlich recht schick, was er da vorhin gemacht hat, also so eine Kerze eben. Und das sieht immer aus wie, oh, geht jetzt irgendwie gleich runter, aber läuft tatsächlich meistens ganz genau andersrum. Und von der Farbe her halt auch egal. Es ist halt immer nur die Frage, wo reagiert es dann? Und aber noch, ich meine, ist es natürlich auch nicht vorbei, ja. Also er muss jetzt natürlich auch irgendwie da oben schleunigst drüber und sollte sich da nicht allzu viel Zeit mitlassen. Wenn man jetzt halt hier rein will, unbedingt noch diese Bewegung,
ist natürlich jetzt nicht so einfach. Man kann es aber trotzdem machen, wenn man halt natürlich jetzt, also ich normalerweise sagt, ich habe irgendwie 10 Kontrakte, und dann macht man es halt mit 2 und verteilt die halt als Beispiel. Das wäre natürlich jetzt hier schon noch eine Möglichkeit. So, bei mir steht schon wieder alles. Ah, jetzt ist sie wieder da. Eieiei, heute meine Technik hier ist echt ein bisschen... Naja, so, der läuft weiter. Okay. So, das heißt hier Point of Control von gestern, aber gleichzeitig, also das wäre jetzt kein guter Punkt, glaube ich, um da halt irgendwie versuchen reinzukommen. Weil man natürlich hier über die Value Area jetzt hier von Intraday halt an der Stelle und dann natürlich auch raus müssen. Und von daher sollte man eher gucken, dass man vielleicht einen kleinen Rücklauf noch irgendwo bekommt, wohin auch immer. Aber hier mal warten, was da halt passiert, weil da jetzt halt einfach reinspringen ist, glaube ich, nicht so clever. Aber kann natürlich trotzdem passieren. Also wenn jetzt hier drüber geht und dann halt hier von oben drauf aufsetzt, dann wäre das halt schon eher irgendwie eine Möglichkeit, wie man das halt mal machen könnte. Man sieht ja, ich habe halt auch versucht, sind so ein paar Positionen halt hier reinzukommen. Da war der, ich glaube, der Kleine von heute Morgen, genau, der ist halt irgendwie 60 Punkte weit gelaufen. Den hatte ich ja noch gepostet, aber na, ich hatte die Hälfte dann aber rausgenommen über der 200 oder beziehungsweise bei 210. Und ist halt übrig geblieben, hier unten noch so ein paar schräge Versuchen, die aber alle nicht weit gekommen sind. Leider. War natürlich ein schöner Entry hier im Nachhinein, aber okay. Ja, beziehungsweise hier bin ich ausgestoppt worden, oder ich weiß es gar nicht. Aber gut, das ist dann halt der Nachteil, wenn man mit der Technik kämpft und sich dann nicht irgendwie auf den Markt konzentrieren kann. Hier ging noch was daneben, ja, ist halb so tragisch. So, in DAO gibt es natürlich irgendwie, ja, so wie es aussieht, nicht mehr großartig eine Chance. Vor allen Dingen, wenn jetzt hier mal das Tageshoch da von gestern raus ist und wir hier wirklich aus dem Kontext dann auch mal nach oben rauslaufen. Und dann hätten wir, das zeige ich vielleicht dann einfach mal an der Stelle, also im DAX warte ich mal kurz, wie gesagt, ich versuche gleich da mal halt irgendwie noch ein Entry zu bekommen, aber einen skalierten. Aber kann ich natürlich jetzt auch nicht versprechen. So, das heißt, nochmal, also wir haben hier seit vorgestern nur Innenstäbe im Stundenchart, nichts sonst, da ist keine Tendenz in keiner Richtung, auch wenn jetzt hier, wo ich ja vorhin noch drüber gemeckert habe, hier über den Stundenschluss darunter, ist aber letzten Endes natürlich auch nur bedingt relevant, weil es ja auch nur ein Innenstab ist, eben von dem langen Ding hier. So, und auf das lange Teil hier müssen jetzt natürlich Anschlusskäufer halt kommen. Und dann ist natürlich auch nach oben Platz. Nächste Hürde wäre hier an der Stelle, zumindest mal halt nach meiner Vorgehensweise, halt die 189. Das ist natürlich auch irgendwo ein altes Cluster, also die Marke ist natürlich jetzt schon ein paar Monate alt und da halt mal gucken, die ist zwar jetzt erstmal rot, aber das werden wir halt sehen, wenn er da jetzt hinkommt, natürlich vorausgesetzt, ob es dort eine Reaktion gibt, ob man da jetzt direkt short gehen muss, weiß ich nicht. Also kommt auch so ein bisschen drauf an, wie jetzt halt hier rausgeht, aber eigentlich ja zentraler Punkt, wo ich halt hin will, ist halt die 318, 25.318. Und das natürlich halt, weil die halt extrem viel gehandelt worden ist, auch im letzten Jahr. Und das dann natürlich eine Anlaufstelle, die dann halt für den Markt sicherlich interessant ist. Wobei das halt hier dann möglicherweise nur eine Zwischenhürde dann halt ist. Und aber jetzt nicht unbedingt etwas, zumindest glaube ich nicht dran, dass jetzt hier so auf halber Strecke das Bild umgedreht werden kann, sodass wir hier unter die 877 an der Stelle hier großartig drunter kommen. Glaube ich erstmal nicht dran. So, der DAX. Ja, ne, genau hier hat er nämlich jetzt reagiert. Also das ist der Point of Control von gestern. Also dort, wo gestern das meiste Volumen gedreht worden ist. Natürlich ist zwar eigentlich kein Widerstand, aber war eben hier gleichzeitig auch das Value Area High Intraday. Das ist jetzt nicht unbedingt, da muss man nicht unbedingt genau an der Stelle dann long gehen, sondern dann lieber mal kurz warten, was da passiert. Und dann mal halt mal gucken, ob man da noch tiefer irgendwo ein bisschen geschickter dann halt reinkommt. Vielleicht kriegen wir die 6,8 nochmal. Das wäre auch hier an der Stelle genau der EMA 200 an der Stelle. Das kann man ja mal machen. Und vielleicht ist das ja nochmal eine Chance. Den hatten wir halt morgen schon mal. Ist halt morgen gut gekauft worden.
Und was einmal gut funktioniert hat, funktioniert auch recht oft ein zweites Mal. Deswegen würde ich jetzt hier mal mit der Teilposition mal in den Markt halt reingehen. Würde die aber halt auch verbilligen bis hier unten hin. Also, ne, das heißt, also letzten Endes, dass ich halt auf eine normale Positionsgröße dann an der Stelle dann eben komme. Und deswegen ist, so finde ich, das halt auch erlaubt, dass man das so macht. Dirk, eine Frage hier, und zwar, wann du den Trade im DAO gestartet hast. Gestern Abend. Das war gestern Abend, das war hier bei dem, hatte ich ja gerade auch gezeigt hier, ne, bei dem letzten Dip, den er da gestern Abend gemacht hat, an der Stelle hier auf die 938 ist es eigentlich, habe ich hier ja, ein paar Punkte verschoben, ist eigentlich ein 938, weil da hat er halt so viel Support eben auch drauf gemacht und dann gab es halt einfach letztes minimal kleineres Tief und das halt oft dann auch ein guter Einstieg, wenn man so denkt, es geht jetzt irgendwie runter und aber in Wahrheit ist es ja halt einfach nur dann nochmal eine bessere Einkaufsposition für einen eigentlich schon etablierten Support. Also das war halt gestern Abend. Nur wie gesagt, ich habe ihn halt leider tatsächlich nicht gepostet. Ich habe aber nur vorher auch schon darauf hingewiesen, dass halt eben die Legende extrem genau funktioniert heute. Und das war für mich natürlich, also diese drei Linien gab es ja schon vorher. Die gab es ja natürlich gestern Morgen schon, bevor das halt hier so ausgesehen hat. Und der DAO hat halt glücklicherweise recht oft die Angewohnheit, sich sehr genau daran zu halten. Und mit nur drei Linien kommt man natürlich auch ganz gut über den Tag, vor allen Dingen, wenn es dann halt so genau reagiert alles. Und dann kann man da auch mal drauf bauen. Weil danach mache ich ja auch immer so ein bisschen meine Einschätzung von meinem Ausblick. So, dann gucken wir, ob wir hier abgeholt werden. Ich mache den Stop, mache ich mal ein bisschen größer hier an der Stelle, machen wir 30 Punkte, so ein bisschen Luft da nach unten haben. 43, das heißt, die 15-Minuten-Kerze ist hier auch gleich fertig. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen einen Impuls. So, hier der Point of Control macht hier ganz wüste Sachen irgendwie gerade, dass man so seine Richtigkeit hat. Aber hier sieht man es ja auch, ist natürlich jetzt wesentlich interessanterer Punkt, ne? Das heißt, wir sind hier an der meistgehandelten Kursmarke von heute. Hier hätten wir auch noch den EMA 200 Minute wäre auch noch plausibel, gleichzeitig in Verbindung mit dem Kassaschluss auch von gestern. Und das kann man, glaube ich, schon mal versuchen. Aber wie der Nelson vorhin schon gesagt hat, ist natürlich keine Empfehlung, sondern eben jetzt erstmal nur das, wie ich versuchen würde, da in den Markt halt noch reinzukommen, weil ich natürlich jetzt hier so ein bisschen verpennt habe. So, die erste ist jetzt gefüllt und bis hier runter kann man schon noch gehen. Also hier wäre das Value Area Low Intraday. Aber in dem Bereich sollte sich dann jetzt halt schon dann auch einpendeln und jetzt nicht etwa hier nochmal neue Tiefs machen. Das wäre dann natürlich nicht so klasse. So, die Kerze sieht jetzt zwar erstmal ein bisschen übel aus, hier die 5-Minuten-Kerze. Aber das macht soweit erstmal nichts. Das ist schon okay. Die ist auch schnell wieder zurückgekauft. So, hier So. Stunde. Da wird es jetzt wahrscheinlich darum gehen, hier die Stundenkerze über der letzten zu schließen. Die ist auch genau hier am Kassaschluss von gestern. Und wahrscheinlich würde sich jetzt halt die nächsten 15 Minuten hier oben irgendwo einpendeln in dem Bereich, sodass wir dann wahrscheinlich um 15 Uhr, entweder schließen wir dann halt drunter oder drüber, aber der Bereich ist, glaube ich, schon nicht so falsch. Also wenn man jetzt hier irgendwie versucht, sich da halt einzudecken. So, nämlich dass jetzt irgendwie eine massive Bewegung nach unten kommen soll. Also habe ich eigentlich bei den NFPs selten erlebt in der Form, dass es halt erstmal geradeaus hoch und danach halt komplett umgedreht. Bisschen Reaktion, ja, das ist ja auch okay. Und aber jetzt nicht irgendwie kompletter Turnaround. Du wolltest was Trotzdem, fragen? nee, ich wollte nichts Genau. fragen, ich wollte nur kurz kommentieren, die anderen Märkte, also echt interessant, was Gold, Öl und Euro-Dollar gerade machen, insbesondere Gold, schon jetzt über $6 vorne, seit dem Tief, und auch Öl hat da vorhin Gas gegeben, aber Euro, US-Dollar auch gerade gut dabei, die Bewegung nach oben zu machen. Was ich ja machen kann, pass mal auf, ich könnte ja hier einfach mal zum Gucken
Mal Gold aufmachen. Ich habe halt jetzt nur irgendwie, oh ja, das ist natürlich recht ordentlich. Also da traue ich aber ehrlich gesagt schon eher zu, dass das halt dann auch noch mal eine Runde umdreht. Mal gucken, wo hatte ich denn da was gesehen? Weil hier sind wir halt einfach an der Grenze. Sieht man jetzt hier nicht so gut. Aber ich versuche es trotzdem mal halt irgendwie zu zeigen, ob ich das hinkriege. Hier jetzt mal so auf die Schnelle. So, also hier vom Tageschart. Also beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, wie gesagt, ich kann es halt leider nicht aufmachen, beziehungsweise ich könnte schon, aber dann kriege ich hier wohl möglicherweise wieder einen Serverabsturz, deswegen lasse ich das Bild mal. Also beim letzten Mal lag ich da mit Gold so ein bisschen daneben, ist eigentlich falsch, aber auch nicht ganz richtig, weil ich hatte ja gesagt, so in dem Bereich erwarte ich seitwärts eigentlich. Also wenn überhaupt eine Korrektur, dann sollte die halt hier bis maximal so an das Gap gehen, ja. Also hier waren wir halt bei den letzten NFPs in dem Bereich. Ich habe gesagt, wenn der überhaupt korrigiert, dann halt hier bis an das Gap. Mehr eigentlich nicht. Und das wäre halt dann auch nochmal long. Und aber generell hatte ich ja gesagt, dass ich halt eher seitwärts erwarte. Und das hat ja auch, wie man sieht, irgendwie 2, 3 Wochen so gehalten. Und bis auf jetzt die letzten Tage. Und dann ist halt jetzt doch nach oben explodiert. Und da ist halt die Frage, was bedeutet das, das Ganze? Weil hier hat ja einfach im Endeffekt keiner verkauft, ja. Und außer der hier. Das war aber dann halt eher wieder ein Grund genug für diejenigen, die es bis hierhin gekauft haben, nochmal zuzuschlagen. So, weil halt hier einfach noch nicht fertig war. Und so läuft es ja eben oft. Und das halt eben, man kriegt eine Range, einen kleinen Dip unter die Range und dann geht es halt weiter. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr typische Bewegung. So, und da ist jetzt halt die Frage, wo ist jetzt das nächste Ziel? Und hier sehen wir es eigentlich schon relativ deutlich. Wenn man hier mal eine Linie hinzeichnet, da haben wir nämlich hier einfach, ne, jetzt ohne dass ich das irgendwie vorbereitet habe, sieht man aber sofort, hier ist das letzte Korrektive hoch in der Abwärtsbewegung. Und eigentlich auch das letzte, bevor halt hier wirklich ein Reversal dann auch etabliert wäre, weil da oben ist ja dann nichts mehr, außer dieses Hoch. Aber daran wird es nicht scheitern. Da glaube ich nicht dran, weil da sehe ich irgendwie keinen Sinn drin, weil dann ist der Trend viel zu weit ausgereizt, also der Abwärtstrend. Und hier ist halt so eigentlich so ein bisschen die letzte Station, an der es noch Sinn macht, dass sie überhaupt noch reagiert. Ich versuche das mal halt irgendwie ein bisschen hier auch zu verdeutlichen. Und alles andere ergibt nicht mehr wirklich Sinn. Weil hier sind wir, wie gesagt, abwärts. Ich kopiere die jetzt einfach mal, auch wenn die jetzt nicht genau stimmt. Ja, aber nur, dass man es halt mal sieht. Ich lasse mal das Zwischending hier mal raus. War auch nicht wirklich relevant. So, aber damit man es einfach mal sieht, hier haben wir einen Abwärtstrend, ja, mit irgendwie fallenden Tiefs. Also selbst wenn man den jetzt hier nochmal dazu zeichnet, das Bild ist ja das gleiche. Es ist fallende Tiefs an der Stelle und fallende Hochs. So, und das hier ist halt das letzte, der letzte Punkt einfach, jetzt mal auf das Vorjahr bezogen. Und weil darüber ist nichts mehr. Also da kann man sich jetzt noch irgendwelche wilden Linien da halt irgendwie ausmalen, da ist nichts mehr. Und wenn Gold hier drüber geht und dann ist da oben eigentlich, ja, the sky is the limit, würde ich mal behaupten, da kommt nichts mehr. Weil das hier oben noch irgendwo dreht, höchstens noch irgendwie bremst und setzt dann irgendwo hier auf und zieht aber dann nachher dann doch nach oben durch. Also das wäre halt eigentlich die wesentlich sinnigere Bewegung, aber hier oben, dass da nochmal irgendwas reagiert, glaube ich nicht dran. Und deswegen wäre das jetzt hier der letzte Punkt. Und da wir noch keine Korrektur hatten, eigentlich hier die ganze Zeit, von hier unten ankommend, ja, wenn man den Punkt, den sich hier mal als Beispiel nimmt, weil dazwischen, das war ja halt irgendwie nicht sonderlich markant, was da halt passiert ist. Und da könnte es dann halt auch mal reagieren. Und wenn man jetzt hier als Beispiel mal, mache ich zwar nicht oft, aber ich mache es trotzdem mal, wenn man halt hier die Fibos einfach mal nimmt und mal guckt, was da halt mit zusammenpasst, sieht man jetzt halt ja auch, da war nämlich der letzte Aufsetzer hier, war auch tatsächlich genau an der Stelle. Das ist immer halt so das Lustige bei den Fibos, passt dann halt immer irgendwie zusammen und war exakt dann halt hier bei der 38,2. Das heißt, wir haben halt hier entsprechend von der Bewegung dann eine 161,8, müsste das ja dann wahrscheinlich genau andersrum sein. Oder ist das eine 150? Ich weiß es nicht. Also kann man ja selber nachmessen. So, wenn man sich dann halt mal anguckt, weil das. Ja, also hier, klar, da kriegen wir ganz sicher nochmal irgendwie einen Aufsetzer drauf, also hier auf die 1294. Aber die wird dann wahrscheinlich erstmal nicht halten,
sondern dann könnten wir irgendwie auch mal hier runter gehen. Und dann wären wir wieder in dem Bereich, wo hier das letzte Cluster war, wo hier der letzte Widerstand an der Stelle gebrochen wurde. Das wäre so das Maximum. Und das passt dann auch wiederum hier zur 61,8. Also irgendwo dazwischen. Da haben wir auch noch das Gap. Das liegt jetzt passenderweise auch von hier aus gesehen genau bei 50. Auch das würde natürlich Sinn machen. Also wird, glaube ich, nicht so ganz einfach. Aber wenn es jetzt hier korrigiert, dann würde ich schon tippen, dass wir irgendwo in dem Bereich dann halt landen. Also von der 1243 bis eben hier zur, was ist das? Die 1200. 76 und hier dann eher so Schiebezone. Also wie gesagt, kann natürlich alles immer ganz anders kommen, aber irgendwo wird man hier vermutlich schon irgendwo nachladen wollen, um halt eben auch noch mal ein bisschen günstiger in diese Aufwärtsbewegung, die ja noch immer kein Trend ist, zumindest nicht im Tageschart, sondern bisher nur der Versuch eines Reversals, um da halt eben auch noch mal irgendwie vernünftig da halt reinzukommen. Also das hat irgendwie sowas in der Richtung, nur mal als Beispiel, ist natürlich jetzt ganz wild gedacht, aber halt versuchen wir nur irgendwie rauszufinden, was wäre plausibel. Ne? Also sowas in der Richtung wäre denkbar. Oder kann natürlich auch hier wieder abkippen, klar, weil noch ist es nicht etabliert. Nur wenn es da eben oben durch will, Gold, und dann sollte halt auch irgendwo eine sinnvolle, wie soll ich es nennen, sinnvolle Einkaufsstelle oder wie auch immer im Chart, ja, weil es will ja auch keiner irgendwie zu viel dafür bezahlen. Deswegen beeindruckt mich jetzt diese Bewegung von heute jetzt erstmal nicht. Also was wir jetzt hier halt haben, das halt hier nochmal kurz zu zeigen, 15 Minuten, ne, gerade gesagt, dem traue ich schon eher zu, dass es nochmal komplett runterdreht. Und aber mal abwarten. Auf jeden Fall auch jetzt kein guter Punkt, glaube ich, um da halt irgendwie aktiv zu werden. Bei Gold. Gut, also das ist meine Sicht auf Gold. Ich kann es ja mal irgendwie nachher noch speichern, dann können wir es das nächste Mal angucken, ob das dann soweit gepasst hat, weil bis jetzt war Gold eigentlich bis aufs letzte Mal hat es ja wirklich immer recht ordentlich gepasst, von dem ich das da eingeschätzt habe. So, dann mal zurück zum DAX. So, die Idee war jetzt halt nicht so schlecht, ne? Ist jetzt nicht so wahnsinnig weit noch gekommen an der Stelle. Aber hat natürlich auch hier, habe ich ja gesagt, natürlich noch Luft, weil der Punkt alleine spielt jetzt keine Rolle, wenn wir jetzt hier die Stundenkerze abschließen, sondern die will eigentlich nur hier über der letzten schließen. Mehr muss die auch gar nicht erreichen und auch gar nicht können. Und so würde ich dann halt auch mal tippen, wenn das dann halt gelingt, kriegen wir vielleicht nochmal einen Rücklauf. Dann auch nochmal von mir aus hier bis auf den MA 200, den EMA, das wäre dann halt auch nochmal die 100, zeichne ich hier auch mal ein, bisschen größer. 11, 144 ist es. Da kann der ruhig nochmal hin, das ist, täte jetzt auch nicht weh. Er muss nur trotzdem halt gucken, dass jetzt hier, dass die Stundenschlusskurse halt jetzt dann auch wieder zunehmen. Ich gebe ja halt auf die Peaks und so weiter nicht so viel. Mir sind die Schlusskurse immer wesentlich wichtiger, weil ich halt eben immer davon ausgehe, dass der Markt in Intervallen gehandelt wird, beziehungsweise Positionen, Intervallen da halt auch reingedrückt werden, was ja auch der Fall ist. Und wenn da halt irgendwie ein Algorithmus oder so dahinter hängt, und dann wird er natürlich schon drauf gucken, dass entsprechend halt da halt auch eine Richtung dann eben auch drin ist von eben den Intervallen dann halt im Schlusskurs. Also das ist halt so ein bisschen der Ansatz, aber bewahrheitet sich ja auch jetzt so selten nicht. So, den Euro lasse ich heute mal weg, weil da habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist nicht meine Baustelle, habe ich auch prompt falsch eingeschätzt. Er ging dann zwar mal runter, übrigens, aber halt mit einem Umweg, der natürlich so nicht eingeplant war. Von daher, Euro können andere, glaube ich, besser. Ab und zu gibt es da mal was, was ich sehe, aber halt. Das ist nicht so mein Favorit unbedingt. Wo steht der überhaupt? 1,1475 sehe ich gerade. Okay, so, das hier hält sich ganz gut im DAU. Was man hier übrigens auch sieht, ist auch immer wieder schön zu beobachten bei Ausbrüchen. Also muss man jetzt auch nicht denken, ich hätte den jetzt hier aus dem Auge verloren. Wie gesagt, ich habe den hier auf dem anderen Bildschirm auch noch drauf.
Was man aber immer schön sieht, ist bei Ausbrüchen genau das gleiche wie hier im Großen mit der Stundenkerze, mit diesem Kontext, haben wir das hier mit der 5-Minuten-Kerze genauso. Und hier sieht man die letzte 5-Minuten-Kerze, da ist er halt einfach mal in Richtung von der Öffnung da unten und zieht es dann halt wieder hoch. Und da kann man halt eigentlich, das ist ein ganz recht verlässlicher Indikator. 5 Minuten jetzt nicht unbedingt, also bei News ja, aber im normalen Markt nicht. Da würde ich dann schon eher auf eine 15-Minuten-Kerze gehen, weil 5 Minuten ist auch gerne mal ein bisschen willkürlich. Aber bei 15 Minuten hat man da eigentlich schon ein besseres Bild. Und wenn man sich das hier auch mal anguckt, wo ich ja vorhin nochmal hier auf diese Kerze auch zurückzukommen. Ich meinte, hätte es nicht unbedingt darunter schließen müssen. Aber wenn man sich natürlich auch das mal vor dem gleichen Hintergrund anguckt, dann sehen wir hier die letzte Stundenkerze. Was hat er gemacht? Er hat das Open getestet, beziehungsweise das Tief von der letzten Stundenkerze. Mehr ist nicht passiert. Und das irritiert manchmal, aber da sollte man wirklich, wenn man den DAO handelt, unbedingt drauf achten. Ich erlebe es immer wieder, dass halt so der eine oder andere meckert über den DAO und irgendwie, weil der sich nicht an weiß der Kuckuck was hält. Wenn der DAO sich an irgendwas hält, dann an das. Und das geht teilweise sogar im Minutenchart. Und bevor da nicht irgendwas umdreht, also bevor man nicht irgendwie so eine Kerze wirklich einmal komplett umgedreht hat, am besten noch einen Außenstab, braucht man auch gar nicht zum Beispiel nach Short zu gucken. Für Scalping, für ein paar Punkte, okay. Aber für eine größere Strecke, das kann man vergessen. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Und aber genauso bei solchen Ausbrüchen auch das gleiche in Grün. Abwarten, wenn man da irgendwie auf der Suche nach Short ist, abwarten, bis da halt mindestens irgendwie auf 5 Minuten mal was zu sehen ist oder überhaupt auf 1 Minute mal was zu sehen ist. Vorher macht es keinen Sinn, weil der DAO macht halt recht oft recht ordentlich Strecke. Ich glaube, das weiß ja auch jeder, der hier dabei ist und den DAO schon mal von Namen gesehen hat. Wenn der erstmal rennt, dann rennt der. Und da macht dagegen halten nur Arm und sonst nichts. Und deswegen lieber immer abwarten und DAO auch nicht unbedingt mit Limits irgendwie gegen einen Impuls oder gegen einen Trend irgendwie handeln. Das bringt meistens nichts außer Tränen. Tränen und Frust. So, jetzt ist die Stunde gleich um. Mal gucken, wie jetzt damit umgeht. Da wäre jetzt halt auch nochmal möglich, dass wir hier nochmal einen Rücklauf kriegen auf die letzte Kerze. Wäre denkbar. Das heißt, zum Beispiel an der Stelle hier wäre möglich. Hoppla, was war das denn? Das wollte ich nicht. So geht das hier nicht. So, dann liegen wir irgendwo bei 0,55. Also von mir muss er das jetzt nicht machen, aber es wäre jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass wir das nochmal kriegen. 0,55. Das wäre hier nochmal der VWAP. Passt tatsächlich auch ganz gut damit zusammen, aber wie gesagt, muss jetzt nicht sein. Kann auch jetzt genauso gut direkt oben rauslaufen. Nur wenn er das macht, das wäre dann für mich ein Punkt, wo ich die Position versuchen würde auszubauen, also zu pyramidisieren dann. Weil ansonsten ne, habe ich ja halt, also im Tageschart kann ich ja mal auch noch kurz drauf eingehen, da habe ich ja noch gar nichts dazu gesagt, im DAO, im DAX auch noch nichts, werde ich auch mal gleich noch tun. Genau, also hier im Tageschart ist jetzt gerade hier die Order halt im Weg, aber hier haben wir auch noch eine letzte Aufwärtsbewegung an der Stelle. Ja, das sieht, im Stundenchart ist das eine Welle. Im Tageschart ist es halt sozusagen ein Nichts. Aber im Stundenchart sieht man da auf jeden Fall nochmal eine kleine Welle. Und das ist halt vermutlich auch der Grund, warum die hier hängt. Oder noch deutlicher haben wir es eigentlich hier an der Stelle. Das ist viel deutlicher. Weil hier ging es ja runter und ordentlich nochmal hoch und dann nochmal runter. Das heißt, wir haben hier eine recht große Welle, wesentlich deutlicher als hier. Und das ist wohl der Grund, warum der hier auch hängt, weil das war schon recht massiv. Mal gucken, ob wir das irgendwie im Stundenchart dargestellt kriegen von hier aus. Ja, nur das, da sieht man es hier auf der, oh, ich mache das hier mal weg. Da sieht man es deutlicher. Dass es da halt einmal recht heftig nach oben ging und dann ab eben da halt nochmal runter. So. Und im Tageschart verkennt man sowas ganz oft, aber hier Stundenchart, das war schon massiv. Und das ist jetzt eben auch genau die Stelle, wo er hängt. Und hier war die andere kleine Tageskerze, die ich gerade
gezeigt habe in dem Bereich. Ist auch nochmal eine kleine Aufwärtswelle, aber das sind halt entsprechend dann jetzt logischerweise dann auch so die kleinen Knackpunkte. Und hier dürfte dann auch die 189 liegen, die ich ja vorhin gezeigt habe. 170. Das müsste passen hier an der Stelle. Ja, doch. Das kommt schon hin. Und deswegen sind dann natürlich dann entsprechend halt die Widerstände. Den hier habe ich tatsächlich übersehen. Natürlich nicht so gut. Den hätte ich schon irgendwie halt auch mal erkennen müssen. Da habe ich nicht weit genug zurückgeguckt. Aber gut, dann weiß ich jetzt auch mal, warum der da hängt. Also die 25.082, das war der EMA 200 damals, aber eben schon massiv hier von der Abwärtsbewegung. Und das versucht er jetzt natürlich hier, das heißt Stück für Stück eben halt genau diese Punkte halt alle rauszunehmen. Hier ja genauso, so findet man ja, ist ja eigentlich das kleine 1x1 vom Trading, wie finde ich Widerstände. Und hier ja genauso, hier hatten wir halt auch nochmal eine Aufwärtsbewegung, hier war der höchste Punkt. So, wenn wir da mal rübergehen, da sind wir hier genau an der Stelle, da hat es dann natürlich reagiert, da ging es mal 3 Punkte drüber, aber dann halt trotzdem entsprechend nochmal reagiert. Das war im Dezember, jetzt, das heißt also fast 2 Monate her, spielt aber keine Rolle. Auf sowas muss man gucken. Und hier, klar, ganz genauso. Und hier, deswegen passt es eigentlich auch ganz gut an der Stelle, hier mit der 189, weil das nur eine relativ kleine Welle war. Das heißt, es kann sein, dass wir hier, wenn wir mal da hinkommen, nur eine kleine Verzögerung kriegen und dass es dann halt relativ zügig durchgeht. Und wo wollte ich hin? Habe ich ja vorher noch irgendwie gezeigt. Die 318, die sehen wir hier jetzt komischerweise gar nicht. Weil das wäre ja so der Bereich hier. Ungefähr. Gucken, wie genau ich getroffen habe. 323. 318. Machen wir die auch mal orange. Ja, doch. Hier sieht man es, ne? Das war halt hier auch so ein Bereich, halt irgendwie schon recht viel gehandelt. Also hier, das fällt so arg gar nicht mehr auf, aber halt, das war schon eine zermürbende Geschichte hier, die ein paar Tage dann eben um den Punkt drumherum gekreist ist. Einmal drüber, dann wieder abverkauft, wieder drüber abverkauft, wieder gekauft, wieder abverkauft. Also das war mit Sicherheit dann auch ein Point of Control, eben aus Volumensicht. Und ist hier massiv durchverkauft worden und da fehlt halt auch ein Backtest. Ja, also wenn so, das habe ich halt ja auch schon ganz oft ja schon erklärt in dem Ansatz, wenn man halt sowas hat, ja, wo hier dann letzten Endes ein Punkt, der ja massiv dann gekauft wurde, der vorher ein Widerstand war an der Stelle. Ich hoffe, man kann das erkennen. Es ist nicht alles hier nur zu kleines. Ja, der hier Widerstand, immer Widerstand, dann gekauft, Fehlausbruch, zack, nochmal Widerstand und dann letzten Endes trotzdem gekauft. Und hier immer an den Schlusskursen orientiert. Sieht man ganz deutlich, die passt. Und die ist einfach so abverkauft worden, ohne Backtest. Und sowas sehen wir sehr, sehr oft nochmal. Hier oben hätten wir das nächste. Da halt, wobei wir hier immer nur einen Aufsetzer, das ist die 25.600. Aber das wäre dann halt auch so ein Bereich, nicht ganz so deutlich wie der hier. Erfordert natürlich halt ganz klar natürlich auch ein bisschen geübtes Auge. Also man muss das irgendwie schon ein paar Mal gemacht haben, dass man sowas halt natürlich auch erkennt, aber da wette ich drauf, dass wir, wenn wir da hinkommen, da läuft er nicht einfach durch, als wäre die nicht vorhanden, sondern das wird schon nochmal ganz sicher recht ordentlich rauf und runter gehen dort und nicht einfach drüber laufen, weil da halt zu viel eben aufeinander getroffen ist und mehr als irgendwie ein heftiger Fehlausbruch kam ja nicht dabei raus, wie man sieht. Und deswegen, das wäre auf jeden Fall ein Punkt, der nochmal reagiert genauso. Und das sehen wir halt hier auch als Paritätsumkehr. Das heißt, wir hatten hier Support mit den Tiefs hier unten an der Stelle. Das war ein Supportpunkt. Und der hat jetzt natürlich hier schon mal ein bisschen reagiert, aber das kann auch gerne nochmal funktionieren, dass wir so eine Bewegung bekommen hier von 318 runter auf 200. Und 4 oder halt eben hier in dem Bereich auf 174. Also ich glaube, das kann man sich mal irgendwie im Auge behalten. Das ist schon relativ plausibel. So, also das heißt, halt, war ich am Tageschart, um das halt eben, genau, ich wollte
Entschuldigung, ich habe mich hier gerade so ein bisschen verzettelt. Tagesschart. Also ich wollte jetzt hier nicht die Widerstände zeigen im Stundenchart, sondern habe das hier nur gerade so ein bisschen aufgeklappt. Aber im Tageschart sieht das Ganze eben halt auch so aus. Das heißt, im Stundenchart habe ich ja nur gerade gezeigt, da nimmt er halt natürlich jetzt überall die ganzen Stationen, also die von der Abwärtsbewegung, die versucht jetzt natürlich da halt alle zu kaufen. Und im Tageschart natürlich das gleiche in grün. Das heißt, dort sind natürlich dann halt die Bewegungen sind natürlich ein bisschen weiter dort, keine Frage. Und aber auch da ist es nichts anderes. Ja, dass man halt hier, wenn man sich die Wellenbewegung halt mal anguckt, hier war halt auch eine Aufwärtswelle und dann halt runter. Wo hat es reagiert? Da, genau an der gleichen Stelle. Da muss man jetzt hier mal gucken, wenn man das halt dann ein paar Punkte weiter verfolgt, dann sind wir natürlich hier oben in dem Bereich. Der wird dann natürlich der interessanteste Punkt, wenn er da überhaupt mal hinkommt. Das weiß ich ja natürlich nicht. Ja, ich weiß ja nicht, ob es gelingt, hier diese ganzen ursprünglichen korrektiven Hochs rauszunehmen. Aber wenn das gelingt, wenn wir hier über diese 189 und 318 drüber sind, dann wäre das halt ein Ziel, was recht schnell erreichbar wäre da oben. Das heißt, aber hier kommen wir definitiv dann halt irgendwo, wird es dann halt irgendwann eng. Also ab spätestens irgendwie 25.800, weil dort geht es dann halt wirklich auch genau wie bei Gold oder fast hier um das ist dann die vorletzte korrektive Aufwärtsbewegung. Ja, die haben wir hier genauso. Das heißt, die beiden Punkte werden dann halt im Daily Tageschart dann halt entsprechend dann auch zu eliminieren, um halt hier wirklich ein echtes Reversal dann auch einzuleiten. Und das sind natürlich die Punkte, die muss man dann unbedingt auch im Auge behalten. Nicht, dass man irgendwie da long geht bei 26.000, weil man dann denkt, jetzt fliegen die Stops. Das ist ganz gefährlich. Und weil eher mit der umgekehrten Schuh draus, dass da eher die Shorts erstmal eins auf den Deckel kriegen, wenn der halt zu motiviert zu schnell dahin kommt und dass er ab dort erstmal tatsächlich deutlich reagiert. Und das ist halt auch mal so ein bisschen die Frage, wie kommt so ein Kurs dahin? Schleicht er sich dahin? Ist vorher schon ordentlich absorbiert oder macht er das halt irgendwie in einer Bewegung? Und wenn jetzt sowas in einer Bewegung käme, angenommen, wir würden jetzt heute eine 1000-Punkte-Kerze kriegen, also ausgeschlossen ist ja grundsätzlich nichts, aber halt, dann wäre das spätestens der Punkt, wo dann halt wirklich auch was passieren würde. Das ist dann halt relativ sicher sowas. Ja, aber das halt eben genau die Betrachtung eben halt ein Daily, also genau das gleiche in Grün hier drüber und das oben sind die wirklich relevanten Punkte dann im Tageschart hier dazwischen. Da wird man halt noch ein bisschen Geschiebe bekommen, wobei aber hier jetzt erstmal in einem kleinen Timeframe da halt markttechnisch schon viel gerissen wäre und das Reversal auch schon ordentlich Potenzial hätte zu funktionieren. So, ihr klebt hier immer noch an der 25.100. Ja, wie man sieht, immer noch in der Range von der alten 5-Minuten-Kerze. Ich werde jetzt natürlich hier erstmal prophylaktisch den Stop mal nachziehen. Der wird zwar jetzt wahrscheinlich nicht da liegen bleiben, aber ich habe es halt eben auch schon erlebt, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, über 150 Punkte da halt irgendwie dabei war und dann irgendwie nicht aufgepasst, zu sicher und einmal macht's plupp und dann knallt er da halt irgendwie 200 Punkte in einem Rutsch da halt runter. Also ist dann halt nicht so nett. Deswegen hier erstmal hin, aber nachher, wenn wir hier fertig sind mit dem Webinar, werde ich das natürlich noch weiter verfolgen. So, der DAX. No, da klemmt er jetzt. So, hat drüber geschlossen. Setzt nochmal ganz genau hier auf der 6,8 jetzt erstmal auf, das passt. Ich glaube, der weiß noch nicht so wirklich, dass er hoch muss. Oder haben noch einige irgendwie Zweifel dran, da müssen wahrscheinlich die Amis wieder ein bisschen nachhelfen. Und eben über dieser Kerze geschlossen. Ne, darum ging es ja, das meinte ich ja eben vorhin auch. Deswegen kann der jetzt hier auch ruhig gerne noch irgendwie eine halbe Stunde oder meinetwegen auch bis 16 Uhr hin und her schieben. Er sollte halt jetzt natürlich nur das dann auch weiter verfolgen. Und nicht unbedingt hier unten nochmal an das Low gehen, geschweige denn natürlich darunter schließen, das sowieso nicht. Aber das ist jetzt halt hier so, ja, Schiebezone. Die ganze letzte Stundenkerze.
Deswegen habe ich ja gemeint, es ist natürlich nicht so einfach, da reinzukommen und auch nicht einfach irgendwo oben long gehen. Das ist gar nicht gut. Dann lieber halt irgendwie so ein bisschen was einplanen. Weil hier haben wir jetzt halt eigentlich ein Engulfing, also von der Kerze her. Das heißt, also hier unten fehlt natürlich noch ein bisschen was, ich weiß. Aber so vom Prinzip her ist die halt schon, die letzte Stundenkerze schon ordentlich da halt ausgelöscht worden. Und sowas wird meistens auch nicht mehr umgedreht, zumindest nicht direkt in der Stunde danach. Das heißt, dass wir ab da eine Kerze kriegen, die komplett dann nochmal hier runter geht und hier unten schließt, sehr, sehr selten im Chart zu finden. Deswegen bin ich da eigentlich schon guter Dinge, dass das auch funktioniert. Und da wäre natürlich, ich habe vorhin auch gesagt, ne, hier oben das Tageshoch muss natürlich raus, zumal es halt eben auch schon Point of Control war und da viel gehandelt wurde und musste natürlich auch irgendwann mal recht zügig da oben drüber und dann mal halt mal neue Hochs machen. Und dass wir halt dann das auch mal funktioniert. Genau, und auf den wollte ich im Daily auch noch eingehen, was da halt eben auch mich so ein bisschen dazu bewegt, den ganzen Tag, weil ich wurde heute schon gefragt, warum ich denn so bullisch eingestellt bin. Also im H4 habe ich es ja schon gezeigt, ne? Vorhin zu Beginn. Da ist das Bild im H4, da ist halt einfach nichts passiert. Wir haben keine neuen Tiefs, wir haben steigende Hochs, wir haben nach wie vor hier gebrochenes Hoch an der Stelle aus der Abwärtsbewegung herausgenommen. Und das Ding ist erstmal long. Erstmal. Ne? Klar, wie lange wird man halt sehen, aber da ist für meine Begriffe nichts passiert und deswegen die Tendenz klar long. Im Tageschart sieht man noch etwas anderes, viel, viel deutlicher. Und zwar, das da unten brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch schon irgendwie ewig drin, seit wir hier die Webinare machen, glaube ich schon. Was man hier halt auch ganz, ganz deutlich sieht, ist eben das Gleiche wie im DAO. Was man dort auf der Stunde sieht, sieht man hier beim TAX, sage ich schon, beim DAX im Tageschart. Also, wenn das hier oben die letzte Aufwärtsbewegung ist, das ist natürlich, die Farbe ist natürlich falsch. Das sollte natürlich ein bisschen netter aussehen. Ja, weiß ist vielleicht auch nicht so nett. Honeydew, was auch immer. So, da sieht man halt auch, das ist die letzte Tageskerze, also die das hoch gemacht hat jetzt, das Jahreshoch. Und er ist mit jedem Dip, ja, den er irgendwie darunter versucht hat, also das Maximum war bis gestern war halt das Maximum der Anfang von der Tageskerze und dann wieder halt hier oben drüber. Und dann gestern auch. Gestern hat er eine Kerze tiefer mal versucht und schließt wieder, immer wieder in der letzten Tageskerze, die eben das Jahreshoch gemacht hat. Das Feld ist halt schon auffallend. Und hier gilt dann das gleiche Prinzip, ja, also solange, wobei man hier noch dazu sagen muss, das sehe ich gerade. Also hier würde ich halt auch, bevor man da wirklich auf Short setzt, auf eine größere Bewegung, im DAX genau das Gleiche. Da braucht es erstmal einen Bruch vom letzten Außenstab, um da halt wirklich was drauf zu bauen. Ich wollte nur gerade sagen, ich sehe hier was, aber das passt schon. Also die hat nämlich genau da geschlossen an dem Hoch vorher. Infolgedessen ist das hier schon ein korrekter Außenstab. So, und solange da kein Schlusskurs drunter ist, braucht man sich da, glaube ich, auch nur wenig Hoffnung zu machen, dass es das irgendwas bringt, da halt irgendwie auf großartig Bewegung nach unten zu bauen. Also so nach dem Motto unter 11.000. Ich glaube da noch nicht dran. Erst wenn das passiert ist, dann bin ich da dabei. Aber solange wir das hier haben, immer wieder diese Rückkäufe, immer wieder über die 200 sogar, also in das obere Drittel ja dann an der Stelle, das ist eigentlich schon ein Indiz dafür. Für da unten sind halt immer wieder Käufer. Das ist noch nicht fertig. Und da muss einmal eine Runde oben raus, wohin auch immer. Bei mir wäre es die 11.561. Und dann kann man halt mal gucken, was dann dort passiert. Weil dann sind wir hier nämlich auch in dieser letzten massiven Abwärtsbewegung drin. Die startet wahrscheinlich auch da oben, die Bewegung bei 11.000, genau, 567. Ne? Das ist natürlich der Punkt, um den es dann ja auch geht. Und mal rein markttechnisch betrachtet, das heißt, um das Ding hier zu drehen oder ansatzweise zu drehen und irgendwie auch wieder über 12.000 reden zu können, müsste entsprechend logischerweise der Punkt hier raus. Der muss dann halt deutlich überboten werden. Und deswegen ist das natürlich auch ein plausibles Anlaufziel in dem Fall. So, komisch, im passiven Chart geht es irgendwie gar nicht mehr.
Deswegen wäre das natürlich ein plausibles Ziel. Und klar, irgendwo darunter wird es natürlich dann auch schon mal eng, weil das hier wäre natürlich das Maximum, ja, weil da ist ja eigentlich schon fast durch. Also nicht wirklich, ja, aber das wäre echt so das Maximum und kann natürlich auch jederzeit irgendwo hier drunter dann auch schon deutlich mehr passieren, zum Beispiel hier an der Eröffnung von eben dem Tag hier, das Ganze massiv nach unten verkauft hat. Wo sind wir da? Ungefähr 472. Ich glaube, bei mir ist es die 490, also auf dem Stundenchart ermittelt. Aber das passt ja ganz gut zusammen. Also da wird es dann halt eng ab der Stelle und hier wird es ganz eng. Und das ist aber halt ein wirklich interessanter Bereich. Und hier ist das ist halt nicht interessant, ja. Also nur weil wir da über so ein Gap halt da schweben, was wir da halt irgendwo gemacht haben in der Kerze, es ist nicht interessant. Nicht wirklich. Also um da halt irgendwie großartig zu verkaufen. Finde ich. Also. Sei denn, er macht jetzt natürlich heute eine Kerze hier runter, schließen da unten, dann war das natürlich alles für die Katz. Aber solange ich das halt hier sehe in der Form, glaube ich da halt einfach so noch nicht dran. Ja, okay. So, hier haben wir schon mal einen mehr eingekauft. Da stehen wir jetzt auch wieder, ne, an dem Punkt. Das hatte ich ja vorher auch Vielleicht ganz schon kurz, Dirk, eingeplant. Ja. Ja, bitte. was vielleicht den DAX betrifft, Wirecard rauscht wieder nach unten, kam gerade wieder eine Meldung bezüglich Wirecard Singapur und ist aktuell, glaube ich, minus 10% hin. Ja, das ist halt auch so das Problem, ne? Weil natürlich halt hier die Unternehmenszahlen, die wir da halt hier, also bei den Amis ist es ja genau umgedreht, ne? Da ist ja halt irgendwie alles im grünen Bereich. Und hier irgendwie ist halt alles so in Deutschland so ein bisschen Katastrophe, ne? Und deswegen kommt er natürlich auch nicht aus dem Quark. Klar, spielt natürlich mit rein. Aber noch passt es ja ins Bild. Noch, ne? Ist natürlich nur, man muss es halt im Auge behalten, keine Frage. Aber so für Intraday, ist immer die Frage, wie weit spielt da halt Fundamentales mit rein. Ne? Also wenn es da um 20, 30 Punkte rauf und runter geht, sicherlich nicht. Und aber klar, für längerfristige Betrachtung logisch. Und für Impulse natürlich auch, klar, wenn dann irgendwelche Zahlen kommen, dann gibt es halt ein bisschen was auf den Deckel. Okay. So. Viel mehr habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr hier zu erzählen. An der Stelle. Ich glaube, es ist auch irgendwie so alles gesagt. So, hier kriegen wir jetzt mal ein bisschen Gegenbewegung. Ne? So, aber ich lasse den natürlich nicht hier, sondern das war jetzt erstmal nur für einen Notfall. Behalte den ja jetzt im Auge, weil ich will ja versuchen, hier an der Stelle dann halt auch nachher nochmal irgendwo Long einzufangen, dann halt eben für die Eröffnung. Wobei das natürlich auch jetzt nicht punktgenau da reagieren muss, kann auch sein, dass er einfach nochmal das Tagestief antestet. Das muss ich halt im Auge behalten. Aber ich habe hier erstmal Luft, von daher alles gut. Gut, haben wir noch irgendwas? Fragen sind keine, beziehungsweise da war noch eine Frage bezüglich Euro, aber da hattest du schon beantwortet. Ja, das Ansonsten. ist halt die absolute Seitwärtskatastrophe der Euro. Also für Skype ist der bestimmt super momentan, ne? Aber ich traue mich da echt nicht im Euro oder irgendwie. Der ist ja schon seit Wochen, ist der ja nur seitwärts. Und da irgendwie was Größeres abzugeben an Einschätzungen, also. Da tue ich mich echt schwer damit. Also, hat man ja letztes Mal gesehen, war prompt ein Fehler. Mal gucken, was macht ein Gold hier zwischenzeitlich? Ja, steht halt so rum, ne? Okay. Vielleicht noch als kleine Nebennotiz. Die USA haben den INN-Vertrag mit Russland steigen da aus. Also die INF sind die nukleare Mittelstreckensysteme gemeint. Nur so als kleine Nebenbemerkung. Ja, da müssen wir schon wieder nachdenken, welche Auswirkungen das hat. Bis man dann damit fertig ist, steht der Kurs schon wieder ganz woanders. Also ich will das So, auch gar dann. nicht sichern, um Gottes Willen. Es gibt ja auch ganz sicher, also einer zum Beispiel ist ja wirklich das beste Beispiel, der Giovanni. Also der geht ja eigentlich nur fundamental ran, aber halt eben auch an kleine Unternehmen und handelt sowas dann halt auch explizit danach. Und der macht da halt einen super Job, ja. Also um Gottes Willen. Also ich könnte es halt nicht. Und das ist wie mit allem. Man muss halt wirklich massiv da Erfahrung haben, um sowas dann halt auch in bare Münzen verwandeln zu können. Gehört da unweigerlich dazu. Ganz Eine sicher. Frage ist noch reingekommen. Ja. Hallo Dirk, werden die News Gaps in den Indizes nicht immer geschlossen?
Das werden wir rausfinden, ne? Also die Anspielung ist jetzt wahrscheinlich hier unten, ne? Ich habe ja gerade gesagt, es kann natürlich sein, dass wir hier das Tages, Quatsch, das Stundentief dann nochmal anlaufen. Das ist möglich, ja. Also, ich weiß es nicht, ne? Aber auf immer, also da müsste ich jetzt ja irgendwie eine Statistik irgendwie parat haben, um da halt irgendwie was dazu sagen zu können. Kann ich nicht. Also kann ich jetzt wirklich auch rein nur vermuten. Es kann auch jeder, der dabei ist, hier genauso gut dann irgendwie vermuten. Und es hat genauso viel Aussagekraft, wie wenn ich jetzt ich was dazu sage. Also ich fände es nicht. Das Problem ist nur, wenn so ein Ding da unten jetzt geschlossen wird, was man leider ganz oft sieht, oder das heißt leider, was man ganz oft sieht, ist, wenn dann sowas geschlossen wird, dann reicht das hier unten alles nicht mehr. Ne? Dann geht es dann auch sehr oft dann auch plöpp dann durch. Dann stehen wir hier bei, keine Ahnung, Point of Control bei 960. Da will ich jetzt natürlich mit meinem Long jetzt nicht mehr unbedingt hin. Und deswegen, ich muss das auch im Auge behalten. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich kann auch jetzt hier nicht bedingungslos, ja, jetzt hier eine Long Order hinlegen und dann halt sagen, so, wenn Kassa aufmacht, die tippen da unten drauf, ziehen da oben raus. Keine Ahnung, also das weiß ich nicht. Da sollte man schon irgendwie ein bisschen genauer gucken, was da halt irgendwie Minutenchart passiert und das einfach genau im Auge behalten oder ich mache einfach gar nichts und warte, bis das hier oben erledigt ist und bis wir da halt oben nochmal drüber schließen und geht dann nochmal long. Weiß ich nicht, ich muss ja hier nicht unbedingt jetzt nochmal eine Position dazu packen. Wäre nur insofern schön, weil ich hatte hier eine Pyramide schon bei der 029, die habe ich vorhin mit irgendwie 15 Punkten dann irgendwann mal geschlossen, weil ich halt gemerkt habe, das bringt halt irgendwie nichts. Da kommt nichts mehr da oben nach, habe dann versucht, die nochmal zu kaufen. Eben hier an der Stelle, die hat dann noch mal ein paar Punkte gebracht, aber da fehlt halt irgendwie schon noch so ein bisschen mehr Wumms dann nach oben raus. Deswegen ich auch mit dem Gap hier mal gucken. Also, wenn die Regel ist ja halt immer eigentlich relativ einfach, weil wenn da halt wirklich echte Käufer sind, die wollen ja nicht zu viel bezahlen. Es geht ja nicht darum, uns alle hier zu veräppeln. Sondern die sagen ja dann, boah, oben, nö, kaufe ich nicht, sondern da unten, da, das finde ich gut. So. Und wenn die natürlich genug Volumen haben, womit die halt den Markt dann letzten Endes bedienen, dann haben die natürlich auch die Mittel dazu, das zu machen. Und vor allen Dingen, wenn man dann halt im Orderbuch sieht, dass da unten massiv Positionen liegen, dann ist es natürlich auch viel interessanter für den Markt, dahin zu laufen, als jetzt da oben, wo irgendwie dann vielleicht nichts los ist, da halt irgendwie zu handeln. Weil die mit den ganz großen Paketen, die werden nicht sagen, ja gut, dann kaufen wir halt da oben, wenn unten nichts mehr geht. So ohne weiteres nicht, ja. Es sei denn, es ist unvermeidbar. Aber wenn man die nötigen Mittel hat, dann hat man natürlich auch andere Möglichkeiten und kann es auch im Zweifelsfall aussitzen. Und wenn da oben dann keiner mehr kauft, und dann sitzen die immer noch hier unten und sagen, so, wenn du willst, ich kaufe hier, oben nicht. Und das ist halt letzten Endes ja halt wie in jeder normalen Verhandlung halt auch. Von dem Aspekt her kann man das ruhig dann betrachten und darf das eben nicht irgendwie als böses Stockfishing oder weiß ich nicht, was da halt bezeichnen. Das ist halt Quatsch einfach. Okay. Gut. Das war das Wort zum Freitag. Sehr gut. Wenn da jetzt nichts mehr Nee, großartig ist, ist also nicht mehr dann. auf, wenn ich das richtig sehe. Ja, es sind auch, war auch richtig viel los heute. Also ganz herzlichen Dank natürlich auch an die ganzen Teilnehmer hier fürs Dabeisein. Und freut mich natürlich, wenn das halt hier auch nicht weniger, sondern mehr wird. Und gehe auch hier so nebenbei gerade mal die Namen durch. Einige kenne ich natürlich, oder ganz viele natürlich auch hier aus der Gruppe sind viel dabei, aber eben auch viele, die nicht in der Gruppe sind. Von daher natürlich sehr schön und freue mich dann logischerweise halt auch, wenn das so bleibt und falls man da so ein bisschen was mitnehmen konnte. Jetzt haben sich direkt fünf abgemeldet, wo ich gesagt habe, ich gucke hier die Namen in der Gruppe durch. Wer hat sich denn da eingeschlichen und versteckt? Das ist ja mies. Jetzt müssen wir Tja, das nächste Mal eine Liste machen. Dann müssen wir muss das man mal sehen. unangekündigt mal reinschauen. Ja, jetzt sind hier Spione am Start. Wir Nein, finden also euch. freut mich auch wirklich. Es wird echt immer mehr jedes Mal. Und natürlich auch dank dir und den Inhalt. Und sind auch ganz viele, die jetzt auch schon schreiben hier, vielen Dank und schönes Wochenende. Das wünschen wir euch natürlich auch oder Ihnen.
Und ja, jetzt kommt das Übliche. Aufzeichnung kommt natürlich wie immer online, wissen Sie ja, glaube ich auch mittlerweile. Hat jetzt soweit alles geklappt. Müssen wir dem VPS von Dirk danken, dass Ja, er aber echt. mitgemacht hat und durchgehalten hat. Sehr schön. Ist aber Und erstaunt. kann der Dirk sich am Wochenende mit beschäftigen. Oder auch nicht. Bin begeistert. Dann Nee, wünsche ich natürlich okay. auch ein schönes Wochenende, Dirk, bevor du dein Schlusswort hast. Dir natürlich einen Riesendank für das Webinar. Drücke natürlich weiterhin die Daumen für deine Position. Und den Teilnehmern, wie gesagt, auch nochmal ein schönes Wochenende. Passen Sie auch auf Ihre Position auf. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Dirk, bitte. Also von meiner Seite, ich habe ja schon gesagt, ne, Dankeschön, freut mich, wenn so viel ist und vor allen Dingen, wenn es auch so bleibt und weiter wächst. Und das nächste Webinar, ich weiß jetzt gar nicht, wann wir es haben, ich müsste den Kalender gucken, kann aber nicht mehr so lange hin sein, wird aber dann halt nochmal der DAX sein, eben zur Eröffnung. Und freue ich mich natürlich auch drauf. Nächste Woche übernächste Woche am Dienstag, genau. So ist es. Genau, Also, 12. ja, genau. Und da muss ich nämlich extra, fällt mir gerade ein, ich muss hier einen Flug drumherum planen, damit das bloß stattfinden kann, weil ich bin nämlich ein paar Tage davor in Spanien, mir ist zu kalt hier. Und komme da extra 2 Tage früher zurück, damit wir das machen können, weil ansonsten wäre der Flug nämlich tatsächlich genau morgens da drauf gefallen und ich glaube, ein Flieger mit WLAN, das klappt nicht. Das ist zu kritisch. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gehen wir nachher einen Kölsch trinken. Aber okay, also danke, dass ihr dabei wart. Danke, Nelson, natürlich, dass wir das zusammen gemacht haben und Gruß natürlich auch an deine Kollegen bei FX Flat. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht keinen Quatsch, macht nichts kaputt. Guckt genau hin und viel Erfolg. Und natürlich auch ganz besonders an die, die den Stereo-Trader verwenden. Ganz klar. Bis dahin, tschüss.